Hallihalli, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 7 Billion Humans. In der letzten Folge habe ich euch versprochen, dass wir erst noch diese Abzweigungen hier machen, nämlich die Nummer 20 und 26, bevor wir dann in den blauen Bereich kommen. Deswegen, wir fangen einfach mal an. Ich hoffe, dass Billigbrigade 2 nicht allzu schwer werden wird, weil Billigbrigade 1 war relativ einfach. Aber wir machen erstmal Zahlenumkehr, wobei einmalig entsorgt irgendwie komisch war. Okay, hallo, Zeilenumkehr. Na, was willst du heute von mir? Schatzisaf! Diese Datenwürfel scheinen rückwärts angeordnet zu sein. Was? Ja, ich weiß, was Sie jetzt denken. Es ist nicht nur, weil ich von hier oben auf die Würfel herabblicke. Ja, bitte drehen Sie die Reihe der Würfel um. Was? Kehren Sie die Reihe der Datenwürfel um und platzieren Sie das Ergebnis an der gleichen Stelle auf dem Boden zwischen den beiden Löchern? Okay, also sie sollen so bleiben, aber die 84 soll ganz links sein und die 73 ganz rechts, oder was? Also, einmal umtauschen. Okay, habe ich verstanden, was er will. Also, auf jeden Fall... Achso, sie sollen das aber da zwischenpacken. Also müssten sie auf jeden Fall einen Schritt nach unten gehen und es dann von da aus aufheben. Diesmal dürfen wir nicht nach unten gleich pick-uppen, weil die sollen ja hier zwischen gemauert sein. Jetzt frage ich mich, ob die hier irgendwie runterfallen oder so. Ich muss erstmal... Wie kann man das dann allgemein machen, dass die alle so weit nach links oder rechts gehen, dass sie genau gespiegelt sind? Die müssen ja auch nicht immer die gleiche Schrittzahl gehen, oder? Wenn die jetzt nach ganz links will, dann muss sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schritte gehen. Aber der hier muss ja, um da hinzugehen, nur 6, 1, 2, 3, 4, nur 5 Schritte gehen. Also das geht schon mal nicht, dass man sich das einfach richtig einfach machen kann. Schade aber auch. Uff, okay. Und die sind auch nicht irgendwie so angeordnet, dass nach kleiner zu größer oder sowas sein soll. Die sind ja wirklich random einfach hier so liegen gelassen worden. Das heißt, die 73 soll bei der 84 liegen, die 34 bei der 58, die 81 bei der 50 und die beiden sollen sich auch vertauschen. Okay, heißt... Okay, schade, die sind auch nicht weiblich-männlich, sonst hätte man das irgendwie machen können. Man kann zumindest, die heben das jetzt hier auf, dann kann man zumindest sagen, dass die Leute, das machen wir jetzt auch erstmal, wenn links oder rechts von dir ein Loch ist... Das trifft ja dann auf die beiden äußeren Leutchen zu, hier auf Isabel und Sandy. Auf die trifft das zu, dann sollen die... Wir machen das erstmal nur für einen. Verdammt, machen wir das und hier weg. So, also wenn rechts von dir ein Loch ist, so, das trifft nur auf die Sandy hier zu. Dann können wir jetzt sagen, gehe so lange nach links, bis links von dir ein Loch ist und leg da den Würfel hin. Ich habe jetzt allerdings Angst, dass sobald jemand anderes... an diesen Würfel lang geht, auch wieder woanders hinläuft. Aber das sollte, glaube ich, nicht passieren, sobald sie ihn ablegen, oder? Ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Also sie gehen, die ganz rechts geht jetzt so lange nach links, ach so, bis rechts von ihr kein Loch mehr ist. Das geht ja auch nicht. Wenn rechts von dir ein Loch ist, dann gehe so lange nach links, bis links von dir ein Loch ist. Das möchte ich ja eigentlich sagen. Aber jetzt passiert ja nur, wenn rechts von dir ein Loch ist, also wenn sie hier steht, dann gehe so lange nach links, bis neben dir kein Loch mehr ist. Das heißt, ihr geht nur einen Schritt weiter. Also wenn ich jetzt den Jump-Befehl so einbinden würde. Das ist ja auch doof, ne? Und wenn ich sage, geh einfach immer weiter nach links, ist auch kacke. Denn wir bauen hier noch ein If ein. Geh so lange nach links, wie links von dir kein Loch ist. Das sollte gehen, oder? Dann Step. Wenn rechts von dir ein Loch ist, dann gehen die nächste Schleife, die nächste If-Schleife. Und diese heißt... Geh so lange nach links, bis links von... Also solange links von dir kein Loch ist, gehe nach links. Das heißt, die sollte jetzt hier ein nach unten gehen, das aufheben, das machen alle. Und dann geht sie nach links und soll da den Würfel dann droppen. Also sie sieht jetzt ja, rechts von mir ist ein Teil, jetzt gehe ich so lange nach links, bis ein Loch da ist. Jetzt frage ich mich, ob sie es droppt. Nein, sie droppt es trotzdem nicht, weil jetzt ist ja der... Das Loch ist jetzt auf der linken Seite, aber sie droppt es nicht. Dann sollst du es droppen, dann erst. Aber, hä? Okay, dann machen wir doch einfach noch so einen If-Befehl, oder? Also das wird jetzt der schlechteste Code aller Zeiten, aber egal. Also, warte, der kommt in dieses andere If-Ding hier rein, oder? So, und das kommt dahin. Genau, dann geht er so lange nach links, bis ein Loch da ist. Und dann, wenn links von dir ein Loch ist, dann droppst du das. So, dann sollte sie jetzt von rechts nach links gehen und es da ganz links droppen. So, bla bla bla. Und bitte einmal hinlegen. Hat sie nicht gemacht. Das ist ja blöd. Warum legt sie das denn dann trotzdem nicht hin? Ach so, weil das jetzt auch in diesem falschen If hier drin ist, ne? Dann kommt das
dahin. Dann drop das. Das sollte aber gehen. Und jetzt liegen lassen. Ja, okay, das hat schon mal funktioniert. Also die erste ist schon mal richtig. Und wir haben gesehen, sie schiebt die alle ein weiter nach rechts, haben wir gesehen. Das heißt, wir müssen das einfach nur viermal wiederholen, diesen ganzen Scheiß hier. Und dann stehen die alle richtig, oder? Wenn wir es viermal wiederholen, dann steht der Dude hier ganz rechts. Ah, das ist falsch, ne? Die soll ja ganz rechts stehen. Das heißt, wir müssen das achtmal wiederholen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn wir es achtmal wiederholen, dann steht... Also sie läuft dahin. Droppt dann ihren Würfel. Dann ist er hier, weil er geschoben wurde. Dann läuft er auch dahin. Ich glaube, wir müssen das achtmal wiederholen. Kann auch sein, dass ich voll den Denkfehler gerade habe. Aber das funktioniert ja schon mal. Das wiederholen wir jetzt einfach, aber packen noch einen weiteren If-Befehl da rein. Und zwar, wir müssen das irgendwie so machen, wenn da ein Würfel liegt, dann mach irgendwas. Das heißt, der soll das jetzt einfach auch machen, aber so lange, bis links neben ihm ein Würfel liegt und dann soll er es hinlegen. Okay, Siri, warum gehst du an? Ja, ist doch dann ganz einfach, oder? Wenn rechts neben dir ein Loch ist, dann geht er in die nächste If-Schleife. Und geht so lange nach links, bis ein Loch neben ihm ist oder ein Würfel oder links neben ihm ein Datenwürfel liegt. So lange soll er nach links gehen. Und wenn ein Loch da ist, das zählt ja nur für die erste, oder ein Datenwürfel auf der linken Seite ist, dann droppt dein Würfel. Und das packen wir einfach alles in eine Jump-Schleife. Zack. Und das soll das schon gewesen sein, oder? Bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Sie... Ah nein, die wollen jetzt auch irgendwas machen. Warum? Macht doch Platz, Leute! Leute, macht doch Platz! Hier will jemand vorbei! Also die eine will jetzt immer nach links gehen, aber die anderen machen keinen Platz, weil sie noch nicht am Ende sind. Die sind jetzt in dieser komischen If-Schleife. Wenn rechts von dir ein Loch ist, warum bleiben die denn da stehen? Rechts ist ja kein Loch. Ach so, die kommen ja immer wieder in den Jump wahrscheinlich rein. Also das... Die machen alle dasselbe, es wird nur nicht irgendwie angezeigt. Okay, dann müssen wir das irgendwie anders machen. Oder müssen wir hier sagen, dass auch kein Datenwürfel links von dir sein darf? Solange kein Datenwürfel links von dir ist, gehe nach links. Die gehen ja hin. Links von mir ist kein Loch. Oh mein Gott, links von mir ist kein Loch. Ich gehe nach links. Aber das machen die... Achso, die kommen in diese If-Schleife ja nur rein, wenn rechts von denen ein Loch ist. Nee, die... Wieso lassen die dir denn nicht vorbei? Wenn rechts von dir ein Loch ist, dann geh irgendwo hin. Und sonst sollst du halt Platz machen. Eben ging das doch auch. Wieso geht das denn mit diesem Jump-Befehl hier nicht mehr? So ging das doch. Jetzt kann sie ganz nach links gehen. Und die anderen, weil die alle schon finished sind, ne? Ja, das ist halt blöd. Diese... Huch, wieso stirbst du denn jetzt? Wieso... Das ging doch aber eben schon mal. Wieso ist sie denn jetzt gestorben? Doch nicht einfach nur wegen dem hier. Da steht doch oder. Wenn links von mir ein Datenwürfel ist, dann soll ich nach links gehen. Ja, das ergibt ja auch gar keinen Sinn. Wenn links von mir kein Loch ist, dann gehe ich so weit nach links und dann ist irgendwann ein Loch da und dann droppe ich das. Wenn links von mir ein Würfel ist, dann droppe ich das auch. Also das sollte ja schon mal gehen. Ja. So, die anderen sind aber alle jetzt schon hier finish. Das ist ein bisschen blöd, dass die alle schon am Ende sind. Okay, eventuell... Ich fand das eigentlich ganz cool, dass sie die so durchgedrückt hat, aber anscheinend geht das nicht so gut. Hm, was ist denn, wenn wir sagen, wir machen noch einen If-Befehl, und zwar, wenn unter mir kein Datenwürfel liegt, dann gehe ich einen nach oben. Ich heb das auf. Oh, unter mir liegt kein Datenwürfel. Dann gehe ich wohl mal einen nach oben. Leute, das ist auch alles blöd. Nee. Vielleicht müssen wir einfach was in den Else-Befehl packen. Ansonsten gehe einen Schritt nach rechts. Damit sie überhaupt irgendwas machen. Ich meine, wenn die eine hier nach links gehen will und die anderen alle nach rechts gehen wollen, dann würden sie die doch alle vorbeilassen, oder nicht? Und die gehen so lange nach rechts, bis hier wieder dieser If-Befehl eintritt. Und jetzt packen wir das einfach alles in eine Jump-Schleife rein. Und dann sollte das doch hoffentlich gehen. Ja, die lassen sie jetzt alle vorbei. Die sehen dann irgendwann, ja, da ist irgendwas. Aha, oh, der hat das da hingelegt. Hier ist schon etwas. Wieso legen die das nicht ab? Ach, wegen dem Loch, ne? Du sollst so lange nach links gehen, wie links von dir kein Loch ist. Ja, das ist die Kacke. Okay, sobald ein Loch neben dir ist, oder ein Datenwürfel. Da steht doch dieses oder. Aber die kommen aus dieser ersten Schleife gar nicht raus, ne? Die laufen nämlich so lange nach links, bis ein Loch neben ihnen ist. Okay, ich glaube, wir müssen einfach irgendwie machen, dass falls links von dir ein Datenwürfel ist, das hier prüfen die gar nicht erst so richtig. Der hier ist irgendwie noch falsch. Sobald links von dir ein Datenwürfel ist, sollst du ihn auch droppen. Aber das juckt die nicht, weil die aus dieser ersten If-Schleife gar nicht rauskommen. Das heißt, der hier ist noch unnötig. Den müssen wir an irgendeiner anderen Stelle ranpacken. Und zwar
ist das ja eigentlich egal wohin, oder? Falls links neben mir ein Dartenwürfel ist, dann droppe ich. Ja? Lass mal ausprobieren. Ich hoffe, die lassen den jetzt nicht einfach wieder fallen. Okay, guck, soweit so gut. Die droppen das nicht, weil links von ihnen kein Dartenwürfel ist. Sie rafft ja, da ist ein... Oh, shit. Nope, auch falsch. GG. Okay, das darf erst passieren, sobald die wirklich auch ganz links sind. Ja, das ist natürlich auch wieder doof hier. Sonst sind sie ja nicht in der richtigen Reihenfolge. Okay, also er steppt so lange nach links, bis ein Loch da ist. Wenn dann auf mir drauf ein Dartenwürfel ist, dann gehe ich einen Schritt nach rechts und droppe das. Ja? Also der Anfang ist klar. Das funktioniert ja auch schon mal, so wie ich das wollte. So, sie legt's hin. Er sieht, da ist ein Loch. Oh, dann gehe ich jetzt mal einen Schritt nach rechts, droppe das. Da hier liegt schon was. Dann gehe ich... Du sollst noch einen Schritt nach rechts gehen. Mann, die soll so lange nach rechts gehen. Okay, dann packen wir da noch einen Jumperfehl rein. Die soll so lange nach rechts gehen, wie ein Dartenwürfel auf ihr drauf liegt. Und wenn kein Dartenwürfel mehr auf ihr drauf liegt, dann soll sie es droppen. So, das ist jetzt aber die Lösung, oder? Jetzt komm, jetzt ohne Witz. Der Anfang ist klar. Zack, zack, zack. Er legt's hin. Er sieht, ah, da ist ein Dartenwürfel auf mir. Ich gehe so lange nach rechts, bis kein Dartenwürfel mehr auf ihr drauf ist. Und er legt es nicht hin. Warum nicht? Vielleicht in den Else-Befehl? Else drop? Wenn kein Dartenwürfel mehr auf mir drauf ist, dann droppe ich's? Komm schon, bitte. Mach das doch bitte. Nein, wieso droppt ihr das denn? Oh, jetzt droppen die es einfach irgendwo. Ey, ohne Witz. Ich kann schon wieder nicht. Ich kann schon wieder nicht mehr. Oh Mann. Wieso? Wenn auf meinem Feld ein Dartenwürfel ist, dann gehe ich einen Schritt nach rechts. Ja. Und zwar so lange, bis kein fucking Dartenwürfel mehr auf mir drauf ist. Und dann soll ich es drauf machen. Wenn wir das hier einfügen. Wenn auf mir drauf ein Dartenwürfel ist, dann gehe ich einen Schritt nach rechts und droppe das dann. Aber erst... Nachdem die... Ach nee, da sind sie ja schon den Schritt nach rechts gegangen, oder? Ails, geh nach rechts und wenn auf dir ein Dartenwürfel ist, dann drops. Nee, wenn... Dann sagen wir, wenn links von dir ein Dartenwürfel ist, dann drops einfach. Die gehen einen Schritt nach rechts und wenn links von dir ein Dartenwürfel ist, dann droppt das einfach. Ja, komm. Bitte. Nein, da haben wir wieder dasselbe Problem wie vorher. Dieses If ist an der falschen Stelle. Das... Ach, Mann... Das Problem ist gerade, die laufen halt so lange nach links, bis dieses blöde Loch kommt. Und deswegen juckt das die nicht, ob hier dieser Dartenwürfel liegt oder nicht. Weil die gehen so lang, die bleiben in dieser ersten oder in der zweiten Schlange drin, bis halt links von ihnen ein Loch ist. Aber wie willst du denn sonst den ersten da hinbekommen? Ich finde das so eigentlich ganz cool, dass sie sich durchreichen. Danach, wenn links von dir ein Loch ist, dann sollen sie bitte prüfen, ob auf ihnen drauf... ein Dartenwürfel ist. Wenn auf ihnen drauf ein Dartenwürfel ist, dann sollen sie einen Schritt nach rechts gehen und das droppen. Das passiert erst, sobald links von ihnen ein Loch ist. Was passiert dann, wenn wir das damit reinpacken, in dieses Loch-Ding? Links von mir ist ein Loch, ich gucke, auf mir drauf ist ein Dartenwürfel, ich gehe einen Schritt nach rechts und drops. Beziehungsweise ich gehe dann so lange nach rechts, wie auf mir drauf ein Dartenwürfel ist. Komm schon, bitte, 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 funktioniere! Ah, da ist ein Dartenwürfel auf mir drauf. Oh, hier liegt ja schon was. Ich will einen Schritt nach rechts und droppt das dann. Wieso denn nicht? Ich raff nicht, warum er das nicht droppt und auch sagt, hä, da liegt ja schon was. Ach so, weil links von mir ein Loch ist. Ja, dann muss dieses If-Ding auch woanders hin. Das hier. Das sind viel zu viele Ifs, Leute. Dann sollen sie erst prüfen, ob auf ihn drauf ein Dartenwürfel ist. Ansonsten gehen sie bla bla. Und wenn da kein Dartenwürfel ist, aber ein Loch auf der linken Seite, dann droppen sie es auch. Solange links von ihr kein Loch ist, geht sie nach links. So, deswegen geht sie bis dahin. Dann ist ein Loch neben ihr. Sie kommt in die zweite If-Schleife. Sie prüft, aha, auf mir drauf. Das soll doch nur passieren, wenn auf ihr drauf ein Dartenwürfel ist. Aber auf ihr drauf ist ja kein Dartenwürfel. Es liegt ja kein Dartenwürfel bei ihr. Nur dann soll sie nach rechts... Ach so. Ja, dann packe ich das doch hier rein. In diesen If-Befehl. Sobald links von dir ein... Moment. Links. Das hier ist diese If-Schleife, ne? Links von mir ist ein Loch. Also prüfe ich, ist da jetzt ein Dartenwürfel auf mir drauf? Oder ist links von mir ein Loch? Wenn links von mir ein Loch ist, dann droppe ich das. Oh, ich raff's nicht mehr. Diese ganzen If-Schleifen hier. Sie kommt gar nicht erst in diese If-Schleife, glaube ich.
Ja klar, die kommt ja gar nicht in diese ganze If-Schlaffe hier rein, weil links von ihr ist ja dann ein Loch. Und wenn links von ihr ein Loch ist, dann kommt sie einfach in dieses Else und geht nach rechts. Ach ja, links von mir ist ein Loch, also gehe ich mal zum Else, weil das trifft ja alles nicht mehr zu. Aber links von mir ist ein Loch. Wenn links von dir ein Loch ist, dann lass fallen den Scheiß. Aber wenn links von dir ein Loch ist, dann sollst du erstmal prüfen, ob da überhaupt noch ein Datenwürfel ist. Also wenn links von dir ein Loch ist und auf dir drauf kein Datenwürfel liegt, dann dropp den Scheiß. Ja? Ansonsten, wenn auf dir drauf ein Datenwürfel ist, dann geh nach rechts und dropp es dann. Jetzt ist dieser Jump-Befehl hier richtig komisch. So vielleicht? Ich blicke hier überhaupt nicht mehr durch, Leute. Was ist das für ein Code? So, bitte leg es hin. Ja, er sieht, ah, da ist ein Loch. Jetzt geht da bitte einer rechts und droppt. Nein. Why? Warum droppst du deinen scheiß Datenwürfel nicht, hä? Hä? Mann. Wenn ich das hier unten dann hinjumpe? Dass er immer wieder dieses, der soll beide Ifs prüfen. Oder nicht? So, links neben mir ist kein Loch. Jetzt ist links neben mir ein Loch und auf mir drauf ist kein Datenwürfel. Er ist ein Datenwürfel, deswegen gehe ich in die nächste If-Schleife. Zack. Auf mir drauf ist jetzt ein Datenwürfel, deswegen gehe ich ein nach rechts. Und sie bleibt da einfach stehen? Warum? Was will sie denn machen? Ist sie da in dieser blöden Schlammschleife drin? Ich fass das nicht. Leute! Okay, nach dem Drop ist immer ein End. Wie wär's denn damit? Nachdem sie es gedroppt haben, sollen die ja eh nichts mehr machen. So, ich ende jetzt. Ich bin ein blödes Stück Scheiße. Er legt es hin. Sie sieht, da ist ein Datenwürfel. Sie legt es... Oh ja, es funktioniert! Und bitte, bitte sei auch richtig, so wie alles sein soll. Die legen es auf jeden Fall jetzt alles in die Reihe hier hin und... War es richtig? Tuck. Res. Sehr gut. Oh, danke. Haha, ups. Ich meine natürlich sehr gut. Oh mein Gott. Ja gut, ich brauchte ein paar mehr Dinger hier, aber meine... Ist gar nicht so schlecht. 31 Sekunden statt 12. Was habe ich denn da jetzt gebaut? Ich weiß selber nicht mehr. Ich habe jetzt einfach rumprobiert und am Ende ein End da reingetan, nachdem sie es gedroppt haben, weil die ja irgendwie noch in der Reihe hier stand. Warte, ich muss das mal selber kurz verstehen. Sie gehen nach unten, picken es ab. Okay, so viel, so weit, so gut. Dann prüft nur die eine hier, beziehungsweise alle halt, aber nur die eine interessiert das. Rechts von mir ist ein Loch. Das heißt, sie kommt dann in die zweite If-Schleife. Zack. Dann geht sie so lange nach links, wie rechts von ihr kein Loch ist. Ne, wie links von ihr kein Loch ist. Das heißt, sie geht bis hier hinten, dann ist da ein Loch. Zack. Die If-Schleife mit dem Jump-Befehl ist auch erledigt. Dann geht sie in die nächste If-Schleife. Wenn links von mir ein Loch ist und auf mir drauf kein Datenwürfel, dann droppe ich meinen Kack und beende meinen Zug. Dann steht sie nicht mehr im Weg rum. Zack, fertig. Ansonsten prüfen die, wenn rechts von mir ein Loch ist, genau, das passiert, sobald sie hier ganz rechts sind, bla bla, das tritt dann erst ein. Dann machen sie die ganzen If-Schleifen erst, wenn sie ganz rechts hier stehen, weil dann erst das Loch rechts von ihnen steht. So, dann... Gehen die ganz weit nach links, sehen auch, aha, ja, links neben mir ist irgendwann ein Loch, dann stehen sie hier hinten. Aber sie sehen auch, oh fuck, auf mir ist ja schon ein Datenwürfel. Deswegen werden sie diese If-Schleife hier nicht ausführen, die erste If-Schleife, sondern sie gehen zu der nächsten und prüfen, oh ja, auf mir drauf ist ein Datenwürfel, das ist richtig. Dann gehe ich wohl einen Schritt nach rechts. Und wenn kein Datenwürfel auf ihnen drauf liegt, dann kommen sie in diesen Else-Befehl. Also das machen sie so lange wegen dieser Jump-Schleife, bis halt kein Datenwürfel mehr auf ihn drauf ist. Dann kommen sie in diesen Else-Befehl. Und wenn unter ihnen kein Datenwürfel liegt, dann können sie es endlich droppen und auch Feierabend machen. Ja, geil. Funktioniert. Oh mein Gott. Aber... das ist so schlecht programmiert. Und diese Folge geht schon wieder viel zu lange. Okay, ich habe eigentlich versprochen, dass ich beide Abzweigungen machen werde in dieser Folge. Aber Leute... Das hat jetzt einfach viel zu lange gedauert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Zeilenumkehr. Das ist so hardcore, diese blöden Abzweigungen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.